mir heute überlegt, mein komplettes Zimmer auszumisten. Okay, ich mach das jetzt. Ja. Oh mein Gott, die sind so schnell weg. Oh mein Gott, ich bin fertig. Aber ja, jetzt wird gepackt. Ich ziehe heute aus. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe jetzt hier gerade noch einen kleinen Intimmoment mit meinem Zimmer. Verabschiede mich dann gleich von meinen Großeltern und dann geht's los. Und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, für mich haben jetzt die letzten Tage zu Hause angebrochen. Es ist richtig aufregend. Heute ist Samstag und ich habe jetzt hier noch 3 Tage. Samstag, Sonntag und Montag. Ja, und dann fahre ich mit Papa nach Wien. Wir nehmen hier einiges mit. Ich habe jetzt auch schon angefangen. Hier ist schon mal eine Kiste. Hier habe ich noch eine zweite, die ich packen werde. Also, ich habe schon ein bisschen angefangen zu packen. Und bin gespannt. Also man hat irgendwie doch mehr Sachen, als man denkt so. Und ich nehme ja auch einiges an Möbel mit. Also eigentlich alles aus meinem Bett und meinem Schrank. Ja, naja. Auf jeden Fall wird es heute ganz spannend, weil ich mit Mama schon mal zu Ikea fahren. Wir kaufen schon mal so die Kleinigkeiten, so Gardinen und sowas. Damit wir das dann schon mal direkt da haben und wir das auch aufbauen können und anbringen können. Und ja, sonst bin ich gespannt, wie die letzten Tage zu Hause noch werden. Und kann das noch gar nicht glauben, dass ich dann wegziehe. So, wir sind jetzt eigentlich fast fertig bei Ikea. Wir haben so ein paar, ja, ich habe hier einen Servierwagen, Spiegel, Pfannen, Töpfe, all sowas. Aber ich kann auch später nochmal genau zeigen. Das sind erstmal nur so ein paar Dinge, damit ich am Anfang gut leben kann. Und es riecht hier richtig doll nach Pommes und Hot Dogs. Aber gut, kein Essen für mich. Das ist hier Abyssal Hell. So, hier ist besser. Ich melde mich jetzt auch nochmal zu später Stunde. Ich bin, nachdem wir bei Ikea waren, direkt weitergegangen. Ich war nämlich noch mit meiner Tante und mit meinem Bruder im Theater. Das war richtig schön, mit denen nochmal Zeit zu verbringen. Auf jeden Fall haben wir heute bei Ikea schon mal einiges gefunden. Ich habe hauptsächlich so Töpfe und Aufbewahrungssachen und eine Lampe und sowas alles. Und den Rest, den wir noch brauchen, haben wir jetzt bei Ikea in Österreich bestellt und machen da Click and Collect, sodass wir dann ja in Österreich die ganzen Sachen mit dem Anhänger abholen und dann da direkt aufbauen. Also mit einem Bett, einem Schrank und Sofa und sowas alles bestellt. Und ich freue mich richtig doll auf die ganzen Sachen und ich freue mich, mein Zimmer einzurichten. Und ja, ich werde jetzt mal weiter Kisten packen. Und so wird mein Abend aussehen und morgen geht's dann richtig ans Packen. Ich bin gespannt. Ich habe mir heute überlegt, mein komplettes Zimmer auszumisten. Also ich möchte, bevor ich umziehe, hier einmal komplett Ordnung reinschaffen, alles aussortieren, was ich nicht mehr brauche, was mir nicht mehr passt, was ich nicht mehr haben möchte. Und ja, ich dachte, dabei nehme ich euch immer mit. Ich glaube, das ist ganz gut, das vor dem Umzug nochmal zu machen. Das bringt ja nichts, die Sachen, die man eh nicht mehr benutzt, mitzuschleppen. Und ich glaube, es ist mental auch eine ganz gute Sache, sich jetzt nochmal auf einen neuen Lebensabschnitt einzustellen. Deswegen, ja, wollte ich das jetzt ganz gern machen. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was ich jetzt alles aussortieren möchte. Und im Endeffekt ist es alles. Ich werde das nicht alles jetzt in einem schaffen. Aber das möchte ich vor dem Umzug gerne ausgemistet haben. Und ich werde jetzt mit meinem Schrank anfangen. Ja, also hier stehen wir jetzt vor meinem Schrank. Ich habe so einen großen Pax-Kleiderschrank, der auch bis oben hin voll ist. Und also hier sind meine ganzen Klamotten drin. Und Hosen, das hier habe ich eigentlich schon durchsortiert und das hier und die Pullis. Aber wie gesagt, habe ich es dann danach nicht schön reingepackt. Da werde ich jetzt gleich nochmal alles rausholen. Dann habe ich hier noch so Handtücher, noch Jogginghosenscheiben und so Partyoberteile. Die werde ich gleich nochmal rausräumen. Und oben, ja, da ist noch Bettwäsche drin und die Bücher, aber ich glaube, die werde ich in einem anderen Step durchsortieren. Also heißt, ich hole jetzt erstmal alles raus. Oh mein Gott, ich bin fertig. Ihr seht es schon, ich habe jetzt alles durchsortiert. Alter Schwede, war das anstrengend. Ich zeige euch mal, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Also fangen wir mal unten an.
Scheiße, ich merke gerade, ich habe die Handtücher noch vergessen. Okay, das mache ich gleich nochmal. Hier unten habe ich Röcke und so kurze, schickere Hosen und Sommerhosen. Also links Röcke, Hosen, rechts Sommerhosen, Röcke. Hier habe ich meine ganz normalen Hosen und Jeans. Hier sind meine Jogginghosen. So, dann hier oben geht's weiter. Hier rechts habe ich einmal die T-Shirts. Ich habe jetzt auch alles mal farblich sortiert. Hier habe ich die Langarm-Shirts. Hier sind Tops. Und da sind so Party-Oberteile. Es ist alles Glitzer. Hammer. Und hier habe ich jetzt meine Pullover. Die habe ich auch farblich sortiert. Ja, ich habe einfach so einen Sweat-Pullover. Und da oben sind so Woll-Strick-Pullover. Und genau, ich habe jetzt tatsächlich noch ein Fach frei, aber ich glaube, wenn ein paar Pullis noch aus der Wäsche kommen oder so, dann packe ich die da halt rein. Aber das ist jetzt meine linke Schrankseite. Einmal komplett aufgeräumt. Long time no see. Aber ich bin happy, dass das jetzt so aussieht. Kennt ihr dieses geile Gefühl? Ich habe gerade jetzt so eine Jeansjacke anprobiert, weil ich mir nicht sicher, ob ich die behalten möchte oder nicht. Und dann greife ich in die Jackentasche. 15 Euro drin. Oh. Herrlich. Alter, was Besseres gibt gar nicht. Oh mein Gott. Ich bin fertig. Ich bin einfach fertig. Ich kann es gar nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das in einem Tag schaffe. Also das letzte Mal, wo ich meinen Schrank ausgeräumt habe. Da hatte ich noch ein anderes Gefühl von Effektivität, denke ich mal. Auf jeden Fall habe ich dafür, glaube ich, mehr als eine Woche gebraucht. Ja, aber ich zeige euch jetzt mal, wie mein Schrank jetzt aussieht. Also, wie gesagt, hier sind jetzt... Upsala. Also, hier sind jetzt die ganzen Hängesachen. Dann habe ich hier in den oberen beiden so Unterwäsche und Socken und sowas alles. Dann habe ich hier meine Sportsachen. Hier habe ich jetzt meine Schlafsachen. Hier sind die Hosen und da die Oberteile. Die ist tatsächlich leer, die Schublade. Da hatte ich früher mal meine Turnsachen drin. Aber... die brauche ich noch nicht mehr. Hier habe ich die Bikinis drin. Ja, hier war eine Schublade mit Sommerteilen, die ich aber jetzt eigentlich alle aussortiert habe. Deswegen ist die jetzt auch so gut wie leer. Und hier sind noch Strumpfhosen. Und ja, that's it. Ja, also Projektschrank. Check, das ist schon mal fertig. Meine Lieben, das fröhliche Aussortieren geht hier weiter. Ich habe gestern noch richtig was geschafft. Ich habe auch schon einiges in Umzugskartons gepackt. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich aussortiert habe. Also ich habe gestern dieses Regal hier einmal komplett gemacht. Ich habe die Bücher einmal aussortiert. Das sind jetzt alle Bücher, die ich mitnehmen werde. Dann waren hier noch alles mögliche an Schreibutensilien drin. Also das ist jetzt alles, was ich übrig habe. Und den habe ich hier komplett leer gemacht. Und ja, was haben wir sonst so? Einer ist schon mal komplett leer. Hier habe ich so Essenzeug. Hauptsächlich sind hier Riegel drin. Man sieht es jetzt hier nicht, aber ansonsten noch so, ja, Snacks. Hier habe ich alles Elektrozeug drin. Die sah auch so schlimm aus. Und das ist jetzt alles, was ich behalte. Hier sind noch so Hefte, Schulsachen, was vielleicht nochmal nützlich sein könnte. Hier ist noch mein Alkoholvorrat. Und hier sind so ein paar Deko-Sachen, die ich mitnehmen werde. Aber ja, hier ist auf jeden Fall einiges rausgeflogen. Also das habe ich gestern noch sortiert. Und jetzt bin ich gerade dabei, meine Kommode hier zu sortieren. Boah, das sieht ja auch ganz schlimm aus. Aber wenn man so im Aufräumwahn ist, dann passiert das auch einfach, ne? Die Kommode ist jetzt fertig. Also das sind hier oben die Sachen, die ich mitnehme. Wie gesagt, hier oben stand noch dieses Ding. Das lasse ich aber hier. Ja, ansonsten ist das hier alles. Dann habe ich hier unten noch so meinen Lockenstab. Hier sind alles noch so, ja, Vorräte, irgendwie Waschgels. Ja, sowas alles habe ich hier. Sonnenbrillen, Portemonnaies. Hier sind so Haarsachen. Das ist alles, was ich an Nagellack mitnehme. Eigentlich auch schon zu viel. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Nagellack getragen habe. Aber das sind so die Farben, die mir jetzt noch gefallen. Und das sind so die Schmucksachen, die ich mitnehme. Und dann habe ich meine Taschen aussortiert. Also hier sind jetzt so die größeren Taschen. Darunter sind auch noch so Sporttaschen und so. Dann habe ich hier Rucksäcke. Und hier sind Umhängetaschen. Und
Jutebeutel. Genau. Und das sind die Taschen, die ich aussortiert habe. Hier hatte ich auch noch Mützen drin und einen Hut und so. Und das packe ich noch woanders rein. Und ja. Der Schminktisch ist jetzt auch fertig. Da war jetzt auch gar nicht so viel zu machen, weil ich den letztens gerade das aussortiert habe. Schreibtisch ist sortiert. Also wir haben hier jetzt einmal die Schublade, die sieht schon mal sehr gut aus. Und dann die erste Tür. Ich habe die ganzen Stifte einmal durchprobiert. Und das ist jetzt das Einzige, was ich noch an Stiften habe. Davor war das noch ein ganzer Behälter mehr. Ja, hier drunter habe ich noch ein paar Sachen. Und auf dieser Seite ist fast gar nichts mehr drin, weil ja, ich einfach alles aussortiert habe. Also das kommt alles weg. Ich habe mich jetzt hier schon mal mit meinem Laptop hingesetzt. Der wird gleich einmal komplett durchsortiert. Und ich habe ja auch schon meine externe Festplatte rausgeholt. Da werde ich dann alles rüberziehen. Und ich wollte auch nochmal die Speicherkarte wieder leer machen. Und dann noch meine Bilder bearbeiten. Man sieht das jetzt nicht. Ich habe jetzt 12.424. Und ja, ich glaube, damit fange ich jetzt mal an und lösche hier einige. Die Bilder sind schon mal soweit fertig. Also, ich habe jetzt 10.722. Muss aber sagen, ich habe letztens schon mal richtig aussortiert. Hier bei meinen zuletzt gelöschten könnt ihr das sehen. 10.762. Und oh, bin ich jetzt soweit? Ich glaube, ich lösche jetzt alle. Oh mein Gott, 10.000 Bilder. Are you ready? Okay, ich mache das jetzt. Ja. Oh mein Gott, die sind so schnell weg. Krass. Fertig. Man sieht jetzt noch keinen Unterschied. Ich wollte mir dafür eh nochmal ein Moodboard erstellen. Und ich habe mir noch nicht überlegt, wie ich die Dinge auf meinem Schreibtisch, also die Dokumente auf meinem Schreibtisch ordnen möchte. Aber ich habe die Speicherkarte leer gemacht, alles auf meine Festplatte gezogen, die E-Mails nochmal durchgegangen. Und ja, jetzt habe ich eigentlich alles sortiert. Ja, meine Lieben, also ich habe jetzt hier einmal wirklich alles durchsortiert. Mein ganzes Zimmer, meine ganzen Schränke sind durchsortiert. Meine technischen Geräte und ich sag's euch, wie es ist, ich fühle mich viel, viel besser. Ich muss jetzt hier im Zimmer, da liegen jetzt noch ein paar Sachen rum, die werde ich jetzt gleich nochmal wegsortieren. Aber ich finde, sowas ist immer ein richtig guter Start für einen neuen Lebensabschnitt oder ja, jetzt auch gerade für den Umzug ist es natürlich sehr praktisch, dass ich nicht alles dann beim Umzug nochmal sortieren muss. Das habe ich jetzt vorher schon erledigt und genau. Leute, es geht jetzt los, wir fangen jetzt an, mein Zimmer auszuräumen. Ich habe heute alles durchsortiert. Das heißt, hier sind jetzt eigentlich nur noch die Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte. Und ich habe jetzt schon angefangen, hier dieses Regal leer zu machen. Die Kisten stehen, aber wir wissen nicht, ob wir die Kisten dann im Einzelnen mitnehmen oder ob ich die noch in den Umzugskarton packe. Und ja, was nehme ich mit? Also ich nehme dieses Regal mit. Ich nehme die Kommode mit, meinen Schreibtisch und meinen Schminktisch. Also eigentlich alles außer mein Bett und mein Schrank. Und ja, ich räume jetzt mal alles leer und dann kommen die Sachen auf den Anhänger. Ich bin gespannt und ich bin auch gespannt, wie viel Platz da noch ist, dass ich meine Sachen dann auch alle mitkriege. Aber ja, jetzt wird gepackt. Meine Lieben, ich glaube, ihr habt mich heute noch gar nicht mit offenen Haaren gesehen. Auf jeden Fall habe ich die heute kürzer schneiden lassen. Die sind jetzt kürzer als vorher. Und wir sind heute richtig gut vorangekommen. Hier sind jetzt alle Möbel raus. Hier steht nur noch mein Bett und mein Schrank. Ich zeige euch das gleich mal. Und es passt auch alles richtig gut auf den Anhänger. Also ich habe da noch echt viel Platz und das müsste eigentlich locker klappen, dass ich alles mitkriege. Und dann ist das heute meine allerletzte Nacht hier. Erstmal. Ich kann das noch gar nicht glauben. Mama meinte es eben, ja, ist ja deine letzte Nacht. Und ich war so, ja, recht hast du. Also ich zeige euch jetzt aber mein Zimmer. Hier ist jetzt, der Schrank ist wie gesagt noch da, da ist auch einiges drin, was halt hier bleibt. Dann habe ich hier die Kisten aus dem einen Regal. Da habe ich noch die Bügel, die nehme ich mit. Ja, und hier sind noch so die Sachen aus meinem Schreibtisch. Hier ist noch ein Karton und genau, das ist so der Rest. Den muss ich jetzt morgen
Oder gleich noch zusammenpacken. Und ja, dann ist das hier leer. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich ziehe heute aus. Ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es gar nicht glauben. Das war meine letzte Nacht jetzt hier. Ey, das ist so crazy. Ich habe jetzt schon mal 2 Umzugskartons gepackt, aber hier steht immer noch einiges im Zimmer. Und das werde ich jetzt gleich mal zusammenpacken. Und dann haben wir auch noch die Sachen von Ikea im Auto. Die werde ich dann danach mal hochholen. Und dann fahren wir heute Abend los. Ich bin so aufgeregt. Das ist so krass. Ja, wir werden heute Abend so gegen, wissen wir noch nicht genau, 8, 9, 10 losfahren. Und dann fahren wir, wie gesagt, über Nacht nach Österreich. Wir haben eine 10-Stunden-Fahrt vor uns, was echt krass ist, weil wir nur zu zweit fahren und ich darf leider nicht fahren, weil wir einen Anhänger hinten dran haben. Einen fetten Anhänger, der super schwer ist. Ja, aber ich mache mich jetzt mal fertig und dann wird gepackt. So, ich war jetzt gerade nochmal einkaufen. Ich habe nochmal so ein paar, also ich habe so Zahnpasta und sowas gekauft. Das soll nämlich alles teurer sein in Österreich. Das wollen wir ja nicht. Und für meinen Papa habe ich nochmal ein bisschen eingekauft. Mama wollte gleich nochmal eine Suppe machen, denn der kränkelt jetzt leider ein bisschen. Ich habe ja auch gekränkelt und ich, meine Mutter dann auch. Und es kann sein, dass ich ihn dann auch mit angesteckt habe. Deswegen habe ich jetzt nochmal Medikamente und alles für eine Suppe gekauft. Damit wir den wieder fit kriegen. Ich brauche den. Meine Lieben, ich habe jetzt hier gerade noch einen kleinen Intimmoment mit meinem Zimmer. Ja, und dann fahren wir gleich los. Dann ziehe ich hier aus und ich ziehe weg und in ein anderes Land. Und es ist crazy. Also das Auto und der Anhänger, die sind komplett voll. Aber es hat zum Glück alles gepasst. Also ich musste nicht mehr irgendwie umpacken oder so. Sondern ich habe jetzt alles mit, ungefähr alles. ja, und was soll ich sagen? Ich sitze jetzt hier in einem leeren Zimmer. Sitze jetzt gerade noch mal ein bisschen auf dem Boden rum, um hier ein bisschen Nähe zu meinem Zimmer aufzubauen. Und ansonsten ist ja alles leer. Also, hier steht jetzt nur mein Bettchen. Und wie gesagt, mein Schrank, den lasse ich hier. Aber ja. That's it. Und ich habe mich gerade mit meiner Uroma verabschiedet. Ach, das fiel mir auch schwer. Ich finde es schade, dass ich jetzt gehe. Und ich finde es ganz crazy. Alex wollte gerade einfach gehen, der muss noch weg. Und ich war so, Alex, wir sehen uns jetzt länger nicht. Und er so, ach ja. Also der hatte das gar nicht so wirklich auf dem Zettel. Aber ja, das ist irgendwie so crazy. Ich hatte jetzt meine letzte Nacht hier und es wird... Man wird ja, also ich denke mal nicht, dass ich jemals wieder einziehen werde und das ist irgendwie ganz krass, dass das so das letzte Mal ist, dass man mit seinen Eltern, mit seinem Bruder zusammengelebt hat und ja, man jetzt etwas Neues startet. Aber ich freue mich ganz doll, ich habe richtig Lust, meine Großeltern kommen gleich mal vorbei, die wollen nochmal Tschüss sagen, da freue ich mich auch sehr und dann geht's gleich los, dann ja, fahren wir mit dem Auto los und haben so ungefähr 10 Stunden Fahrzeit vor uns. Also werden wir lang unterwegs sein. Aber ja, ich genieße jetzt noch den Moment mit meinem Zimmer. Verabschiede mich dann gleich von meinen Großeltern und dann geht's los.